Seid ihr herzlich willkommen. Wochenorakel bis 3. Dezember. Erstmal möchte ich etwas erwähnen. Ich habe heute ein Video veröffentlicht, ein Jahreshoroskop, Jahr 2024, selbstverständlich, nach indischen Astrologie. Dann schauen wir an, was passiert in die kommenden Woche. Montag, Mond herrscht über diesem Tag und Montag ist Vollmond. Und darüber habe ich auch ein Video gemacht. Sehr interessant, weil dieser Vollmond steht in Einfluss von Plejaden. Außerdem befindet sich Mond im Mondhaus Rohini, besonders Liebesenergie, und bedeutet auch, dass Mond erreicht den goldenen Tor der Ekliptik. Und das erkläre ich in diesem Video, wo über diesen Vollmond handelt. Schauen wir an, was passiert Montag. Die Mäuse. Dort, wo die Mäuse sind, die fressen etwas auf und dann ist es nicht mehr da. Das kann natürlich Verlustangst auch bedeuten. Angst, die Arbeit zu verlieren, Angst, Geld zu verlieren, Angst, ihn zu verlieren oder er hat Angst, dich zu verlieren. Aber die Mäuse können oft helfen, weil sie können negative Dinge auch entfernen, wie zum Beispiel Zweifel oder Streitigkeiten. Dann helfen die Mäuse, diese Situation beenden, weil entfernen etwas, was dich vielleicht belastet. Und was passiert Dienstag? Hier Mars herrscht über diesen Tag. Das ist ein Portaltag, wenn ein Tor öffnet sich zum feinstofflichen Energie, steht auch mit Plejaden in Verbindung. In diesen beiden Tagen, auch Montag bei diesem Vollmond und auch Dienstag bei diesem Portaltag, werde ich Ritual halten. Das beginnt um 23 Uhr. Per E-Mail kannst du anmelden, entweder zum Vollmondritual oder dieser Portaltagsritual. Die Energieausgleich jeweils 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro wegen die Bankgebühren. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen. Was passiert Dienstag? Die Wegen können wichtige Begegnung auch bedeuten, wenn Schicksalswegen kreuzen sie sich. Oft bedeuten die Wegen Entscheidungen, weil ihr werdet jetzt überlegen, wie soll das weitergehen, in welche Richtung. Also verändert sich etwas so ab Dienstag. Mittwoch herrscht Merkur und schauen wir an, was passiert Mittwoch. Die Wolken können Unklarheiten bedeuten, wie zum Beispiel, es ist noch gar nicht klar, wie soll das weitergehen, sind noch Unklarheiten da. In diesem Fall können die Mäuse schon helfen, wir können die Unklarheiten entfernen. Dann habt ihr Orientierung. Donnerstag herrscht Jupiter. Wenn du eine Dame bist, dann bist du hier im Mittelpunkt. Und du lenkst die Geschehen. Du
triffst wichtige Entscheidungen. Kann auch sein, dass er auf dem Weg zu dir ist, weil er dich sehen möchte. Für dich persönlich ist es aber noch unklar. Und vielleicht hast du auch Angst, dass er nicht kommt, dass dieses Treffen nicht stattfindet. Aber die Mäuse werden helfen, die Unklarheiten entfernen. Freitag herrscht Venus. Wie schön das ist, dass bei dieser Legung ihr beide erscheint. Also das ist schon eine ganz starke Liebesenergie. Und das ist Montag bei diesem Vollmond schon spürbar. Mars steht nämlich in Verbindung zu diesem Vollmond. Mars ist stark und dieser Vollmond ist auch und verkörpert pure Liebesenergie. Befindet sich nämlich im Mondhaus Rohini. Und Rohini bedeutet die Morgenröte, die große Liebe des Mondes. So beschreibt es die indische Mythologie. Über Samstag herrscht Saturn. Dieser Baum bedeutet Sicherheit und Stabilität. Und das ist schon sein Wunsch. Er möchte angekommen zu sein, verwurzelt fühlen. Dieser Baum hat auch Heilkraft und Heilenergie. Wenn jemand krank ist, in Familie zum Beispiel, dann kommt Heilung. Aber diese Heilung kann auch bedeuten, die heilerische Berufen. Vielleicht ist es auch wichtig, da euren Platz einzunehmen. Sonntag herrscht die Sonne. Dieser Sarg kann Erbschaft auch sein. Dieser Sarg bedeutet zum Beispiel etwas zu Ende bringen, damit hier eine neue Richtung gibt. Oder dieser Sarg kann auch alte Geschichte auch bedeuten. So wie die Wolke zeigt auch die Zeit, halbes Jahr. Dann kannst du zurückdenken, was hast du erlebt vor halbes Jahr, weil das kann jetzt in die Tagen passieren, dass diese Person zurückkehrt oder erlebst du die gleiche Story wieder. Also etwas Altes kehrt zurück, was du vor halbes Jahr erlebt hast. Und das war diese Wochenlegung. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe, eure Dendera.